So, jetzt stehen wir hier bei der 1A und hier schauen wir gleich mal rein. Welches Unterrichtsfach magst du am liebsten und wieso? Mathematik und weil der Lehrer so cool ist. Zeichnen, weil es mir Spaß macht und Werken. Geschichte, weil es spannend ist und weil man was von früher hört. Werken, weil ich da macht man viel, da bastelt man, da baut man. Was macht ihr gerade im Deutschunterricht? Wir lernen die Beistrichregeln und auch die Fehlerzeichen, die Auslassungszeichen und die Klammer. Und dann machen wir ein wenig Aufsatz und Grammatik. Habt ihr schon einen Aufsatz geschrieben und worüber? Wir haben schon einen Aufsatz geschrieben über uns selbst und über eine Personenbeschreibung von Vater oder von Mutter. Über uns und über eine Personenbeschreibung. Und wir werden den Schülern jetzt ein paar Fragen stellen. Wie findest du das Klassenklima? Also ich finde es in der Klasse ziemlich gut und ich verstehe mich ziemlich mit meinen Klassenkameraden. Sehr toll, es gefällt mir, weil ich habe eine Freundin in der Klasse. Erzähl uns etwas über dich. Ich bin Janni, ich komme aus Syrien, ich bin ungefähr seit 2 Jahren in Österreich. Ich bin nach Glasgow gekommen, weil ich eine Mathematik bin. Hier im Informatikraum hat die RCC gerade Textverarbeitung. Schauen wir mal rein. Warum findest du Textverarbeitung wichtig? Weil man da einfach auf Video schreiben kann. Dann schreiben wir auf der Tastatur lernen, dass man andere auch schreiben kann, zum Beispiel Freunde. Was machst du denn zu Hause am Computer? Wieder auf YouTube schauen. Und darf ich dann wieder am Computer spielen? Ich schaue auf YouTube und darf manchmal World of Tanks auf dem Computer spielen. Wie war für dich dein erster Schultag? Ich war sehr aufregend und es war auch sehr kompliziert, weil die Schule sehr groß war. Ich war irgendwie aufgeregt und bin ein bisschen zu spät gekommen. Bei was musstest du dich umgewöhnen? Dass man immer verschiedene Heftklassen haben muss und dass man sich auch für die verschiedenen Lehrer einschalten muss. Oben unter dem Dach befinden sich die Kreativräume. Dort ist die 1D. Die werden wir jetzt besuchen. Warum bist du nach Dachsberg gekommen? Ich finde halt, Dachsberg ist eine super Schule. Ich finde es so super, dass man da so viele Sachen lernen kann. Ich finde es also gut, dass man sich ab der 5. entscheiden muss wegen einem Zweig und so. Und dann habe ich halt ganz viele Alternativen, was ich mal, wenn ich also erwachsen bin, machen möchte und so. Wie geht es dir in Dachsberg? Mir geht es eigentlich ganz gut. Es war ein bisschen Umstellung wegen den neuen Flexzeiten. Mir hat es gleich am Anfang gefallen, wie ich es mir das erste Mal angeschaut habe. Mir gefallen die nächsten Fächer sehr gut und es ist nicht so fad wie in der Volksschule und es ist auch sehr lustig. Die 1E hat gerade Englischunterricht. Fragen wir mal, wie es Ihnen dabei geht. Dachsberg. Weil die Schule schön ist und weil meine Schwester auch geht.
Ich finde die Schule einfach groß und das ist cool. Wie wichtig findest du Englisch? Sehr wichtig, weil wenn meine Autos waren, dann reden wir meistens Englisch. Bei welchen Dingen musstest du dich umgewöhnen? Da ist jede Stunde eine Erklärung. Dass ich mehr lernen muss als in der Fallschule. Was machst du am liebsten in deiner Flexzeit? Ich mache sehr gerne die Hausübung und ich bin auch gerne in Biologiesaal, Chemiesaal und Physiksaal. Wie findest du es, dass man in der Flexzeit auch neben älteren Schülern sitzt? Mir ist es egal, solange sie still sind und man gut lernen kann. Kannst du mir erklären, wie die Flexzeit funktioniert und was ihr dort alles machen dürft? Wir müssen uns einen Tag vorher anmelden und gehen dann in diese Klasse. Dort können wir die Hausübungen machen, lernen, lesen.